Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, ihr habt jetzt so eine tolle Atmosphäre hier direkt am Anfang des Parts. Ja, wir sind hier im alten Lager und der Himmel scheint, aber da oben ist irgendwo die Wand der Barriere, aus der wir nicht entkommen können und es trotzdem versuchen. Und zwar, es geht weiter. Wir haben im letzten Part mit Diego geredet und wir müssen uns jetzt Fürsprecher suchen. Wir müssen einfach mal ein bisschen rumgehen und gucken, wer hat hier einen Namen, wer ist hier eine bedeutende Person, mit der wir uns vielleicht sogar anfreunden können. Aber vorerst holen wir uns eine Karte. Was bist du denn für einer? Mit denen sprechen wir gleich. Wir wollen uns jetzt erstmal die Karte holen. Von Graham, genau. Hi. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Diego schickt mich, Mann. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. 20 Erz? Moment, da war doch was. Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. So, das hier ist eine raue Gegend und deshalb... Rück die Karte raus, oder ich poliere dir die Fresse. Mach bloß keinen Mist, Mann. Ich will keinen Ärger. Hier, nimm die verdammte Karte und jetzt lass mich in Ruhe. So, jetzt haben wir die Karte. Ja, ihr wisst schon, oder ihr habt bestimmt schon bemerkt, das hier sind echt raue Sitten im Minental. Das ist einfach so... Man muss einfach nehmen, was man bekommen kann, ob es mit Gewalt ist oder nicht. Es ist einfach wichtig. Wir müssen hier leider arrogant sein. Wir müssen arrogant sein, um hier überleben zu können, Leute. Hier ist nicht viel Platz für Zweisamkeit oder für gerechtes Handeln. Aber das werden wir natürlich noch sehen bei den ganzen anderen Leuten. So, hier müsste doch jetzt irgendwo eine Karte sein. Schriften. Karte zur alten Mine. So. So sieht also das Minental aus. Das ist selbstverständlich nicht das ganze Minental, soweit ich das gerade weiß. Und da oben habt ihr das Kreuz stehen. Ich habe schon gerade auf meinem Monitor gezeigt, ich Vollidiot. Da habt ihr das Kreuz stehen, oben links. Und da wird die alte Mine sein. Da müssen wir die Prüfung des Vertrauens erfüllen. Wie war das noch? Wir müssten zu Ian, oder wie der heißt. Genau, und der wird uns dann eine Liste geben. Zu der Liste, aber später mehr. Jetzt reden wir mal mit diesem Baal Taran. Der raucht sich hier gerade einen Stängel. Ich bin neu hier. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Baal Taran. Von der Bruderschaft des Schläfers. Ganz komisch. Der guckt uns gar nicht an. Mann, wie unfreundlich. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier. Im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Okay, wer ist denn das? Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Der scheint echt überzeugt zu sein. Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt. Aber Baal Parvis müsste sich auch hier im Lager befinden. Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube, er hat dort sogar eine eigene Hütte. Hat er das, ja? Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen. Vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste ist er mit uns. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen 1000-jährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe. Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen, deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen,
werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Okay. So, ich dreh mich mal eben. Der soll sich mal eben zu mir umdrehen. Oh, was willst du denn? Hey, du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Boah, diese geile Synchronisation. Ey, aber soll das eine Drohung sein, Mann? Soll das eine Drohung sein? Im Gegenteil. Es ist ein Freundschaftsangebot. Das ist wirklich nicht mein Problem. Okay. Wir machen das mal lieber erst, bevor ich hier noch Ärger habe. Warum nicht? An wie viel Erz hast du denn gedacht? Nicht viel. 10 Erz. Mehr brauche ich nicht. Aber ich glaube, wir haben keine 10 Erz, ne? Ich habe gerade keine 10 Erz. Dann nehme ich das, was du hast. Ist schon okay. Du kannst ja beim nächsten Mal die volle Summe zahlen. Lass mal sehen. Ich nehme auch kleine Spenden. Es ist der gute Wille, der zählt. Danke für das Erz, Kleiner. Von jetzt an werden wir ein Auge auf dich haben, solange du im Lager bist. Okay, wir sehen uns. Mach dir keine Sorgen, während du hier im Lager bist. Wir passen auf dich auf. Okay, das ist Bloodwing. So, alle, die Gothic 2 gespielt haben, die werden mit Sicherheit wissen, was das für ein mieser Hund ist. Aber da werde ich jetzt mal nichts spoilern für diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen. Aber wir wollen jetzt erstmal mit dir vernünftig reden, sodass du uns auch anguckst. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen. Das ist das Geile, da muss ich euch nochmal eben was sagen. Egal, was sie da gerade machen, ob die rauchen, ob die was trinken, ob die kochen oder sonstiges, die machen erst ihre Handlung zu Ende, bevor sie mit uns quatschen. Das ist doch irgendwie geil, oder? Das hat doch echt Atmosphäre. Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Ja, besonders gläubig scheint unser Held ja nicht zu sein. Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Okay, ich muss aber in die Burg. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kor Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Ja, ich will da mal jemanden treffen. Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? In seiner Haut würde ich trotzdem nicht. Das geht dich aber nichts an. Das geht dich nichts an. Ist ja schon gut, Mann. Ich wollte dir nur helfen. Ja, weil da müssen wir nämlich aufpassen. Ab jetzt. Und uns hat Diego gesagt, dass wir aufpassen müssen, wem wir sagen, dass wir einen Brief für die Feuermagier haben. Weil da könnte es schon brenzlig zugehen, wenn davon jemand erfährt. Der wird uns, ja, ich zitiere, mit Freunden die Kehle durchschneiden. Genauso ist es auch. So, es wird jetzt auch schon nachts, wie ihr seht. Irgendwo müsste hier auch die Uhrzeit stehen. Da, erster Tag, Zeit 19.27 Uhr. Ich würde sagen, wir hauen uns mal eben aufs Ohr, damit wir neu in den Tag starten können. Ja, das ist alles schon echt stimmig hier. Wie es hier zugange geht, muss man sagen. So, hier ist auch noch ein Bett für uns. Da werden wir uns jetzt erstmal reinlegen.
Das ist eigentlich Diegos Bett, aber ich denke, der wird Nachsicht haben. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. So, jetzt geht's wieder los. Diego, was? Hast du die Nacht auf der Bank verbracht? Ach, naja. Gutherzig ist der Mann. Jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich mal hier runter. Wir fangen hier an. Und hier, was ist das denn wohl? Das sieht aus wie eine Tribüne, ne? Wann die benutzt wird, ja, das liegt in den Sternen. Gravo, Gravo, wie auch immer. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt es hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Okay. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Ach so. Ich habe aber, glaube ich, keinen Ärger, von daher sage ich das mal lieber nicht. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Alles klar. Noch haben wir keinen Ärger. Ich hoffe, das wird auch nicht dazu kommen, weil das wäre echt sehr, sehr blöd. Aber wir sind neu und wir wollen natürlich keinen Ärger haben. Ganz wichtig. Und jetzt werden wir erstmal speichern. Ich werde da jetzt einen Sicherheitssafe einlegen. Das würde ich am besten immer machen. Das hat mit euch jetzt nicht viel zu tun, aber das ist für mich ziemlich wichtig. So, ist hier noch jemand, den wir außen vor gelassen haben? Tatsächlich, wer bist du denn? Sly. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen Neuen. Ja, was denn? Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Okay. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Alles klar. Dann weiß ich ja schon mal Bescheid. Boah, ist das toll, diese Musik, ne? Das ist wirklich der Hammer. So, jetzt passt mal auf, es kommt ein mehr oder weniger Easter Egg. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt, rennt nicht durch meine Hütte! Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Oh Gott, ist das geil, ey. Was ist dein Problem, Mann? Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß. Oh, das habe ich ja schon gemacht. Ach Gott, ey, das ist zu geil. Bau deine Hütte, nicht am Graben.
Ja, okay. Jetzt hat er es doch getan und jetzt hat er ein Problem. Siehst du, jetzt läuft auch noch Bloodwing durch die Hütte. Ach, ist das geil, ey. Das ist so hammergenial. So, hier könnte es nachher spannend werden. Wer bist du denn? Ich glaube, der brät jetzt erstmal sein Fleisch zu Ende, oder wie ist das jetzt? Ja, das kann aber bestimmt dauern. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Na los. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Dann speichern wir mal lieber ab hier. Weil man weiß in Gothic nie, sobald man dann sich verzieht und der dann fertig ist, kann es ab und zu sein, dass trotzdem ein Gespräch aufgebaut wird. Das wollen wir ja nicht. Dann reden wir jetzt einfach mal mit dem Schatten, der da auf der Bank sitzt. Wer ist das denn? Das ist der Whistler. Den haben wir gerade schon gehört. Hi. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und das ist alles, was du wissen musst. Okay, hier mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Alles klar, das werden wir definitiv tun. So, wozu ist dieser Holzbalken hier gut? Das ist einfach dazu da, falls man einen Hammer besitzt, kann man da einfach mal drauf rumkloppen. Und dann ein bisschen atmosphärisch die Hütte reparieren. Ja, genau so ist das. Und da sitzt Fisk. Ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Na, was eine tolle Werbung. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. Interessiert? Was eine Lache. 110? Okay, vielleicht später? Vielleicht später. Aus dem Grunde, weil wir keine 110 Erz haben. Der Typ hat einfach mal 10 Erz draufgelegt, dieser Sack. Der will uns übers Ohr hauen und das wollen wir nicht. Da müssen wir uns jetzt leider noch 10 Erz abholen. Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Hier, nimm. Jetzt beeil dich. Alles klar. Los geht's. Ich springe jetzt einfach mal ein bisschen, dann geht einfach ein bisschen schneller, weil wir nachher schon am Ende des Parts angekommen sind. So. Ich will ein Schwert. Das kennen wir ja schon. Kostet 110. Ja, ich nehme es. Ja, ich nehme es. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Definitiv. Das werden wir jetzt auch direkt zurückbringen, bevor wir nachher noch irgendwas damit anstellen. Aber vorher gucken wir mal, was ist denn das für eins? Whistlers Schwert. Schaden 20. Oh, das ist nobles Schwert. Besser als unser rostiges Schwert, aber das dürfen wir nicht selber benutzen, sondern das gehört nämlich ihm. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Wie auch immer. Eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Bis dahin, mach's gut. Ah, sehr gut. Wir sind jetzt ein Level aufgestiegen, habt ihr gerade gesehen, ne? Stufe aufgestiegen. Jetzt sind wir auf Stufe 1 und haben 10 Lernpunkte. Jetzt können wir mal gucken. Wir haben Stärke, Geschick, Mana, Lebensenergie. Lebensenergie wird bei jedem Level automatisch erhöht. Pro Level 12, um genau zu sein. Weil wir hatten ja eben noch 40. Einhänder, Zweihänderbogen, Armbrust und die Diebestalente. Und die Prozentanzahl steht da ja, Chance des Versagens. Okay. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Ich würde sagen, jetzt handeln wir erstmal noch ein bisschen mit Fisk, um ein bisschen Ramsch loszuwerden. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, der hat 620 Erz, der Sack, hätte ich beinahe gesagt. Aber die Fackel behalten wir mal lieber noch. Wanzenfleisch brauchen wir im Grunde nicht mehr. Oder warte mal, ich glaube, für irgendwas brauchten wir das noch. Ich behalte das jetzt erstmal. Becher, alte Münzen bringen nichts, um genau zu sein. Dietrich behalten wir mal. Um
Gottes Willen, der Brief an den Feuermagier, den müssen wir natürlich behalten. Waldbeeren, rohes Fleisch, könnten wir erstmal verkaufen. Reisschnaps, Seraphis, Orkblatt, Bier, Höllenpilz. So, ein bisschen müssen wir nämlich noch verkaufen. Rostiges Schwert, Spitzhacke, Knüppel. Pfeile behalten wir mal lieber erst. Höllenpilze, irgendwas war da auch noch. Die behalte ich auch noch mal lieber. So, 101 Erz können wir jetzt kriegen. Jetzt müssen wir das nämlich per Tauschverfahren manuell machen. Und zack, annehmen. Hammer, jetzt sind wir auch schon... Jetzt haben wir auch schon mega viel Knete, muss man ja sagen. 101 Erzbrocken. Das ist ja mal geil. Oh, wir sind jetzt auch schon am Ende des Parts angelangt. Ich habe schon ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Es war jetzt ziemlich viel Gerede, aber wir haben schon eine Aufgabe abgeschlossen. Wir haben Whistler das Schwert gegeben und damit den Handel abgewickelt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wir reden mit den ganzen einflussreichen Leuten im nächsten Part. Bis dahin, ciao, euer Razor.